Lieber den Magen verringt, als dem Wirt was geschenkt. Nicht geschimpft ist genug gelobt. Danke an Asterin Nokeda für diesen epischen schwäbischen Kommentar. Zu Risiken und Nebenwirkungen schreiben Sie ein Intro in die Kommentare oder lassen Sie es. Willkommen zu einem neuen Video und heute zaubern wir für einen schrecklichen Augenaufschlag. Denn nach meinem Nagelstudio, in dem ich wortwörtlich Nägel ersetzt habe, machen wir heute wunderbare Wimpern. Aber auch hier, kann ich euch eins versprechen, werden die Kunden nicht glücklich. Ich selbst habe mir auch ab und zu mal Wimpern aufkleben lassen, professionell, da mir oft die Wimperntusche in meine Augis gefallen ist. Und ich sehe ja sehr schlecht und habe Kontaktlinsen ab und an drin. Und deswegen war es tatsächlich manchmal sehr schmerzhaft. Aber Leute, hier ist das Ergebnis, als ich mir damals habe Lashes aufkleben lassen. Guten Morgen, liebe Leute. Und heute gibt es was ganz, ganz, ganz Besonderes. Wundert euch nicht, mein Auge ist ein bisschen geschwollen seit gestern und juckt. Aber das kriegen wir auch noch hin. Da aus mir quasi nach dieser Behandlung ein Quasi-Modo geworden ist, weil ich irgendwie den Kleber nicht vertragen habe, dachte ich mir, tusche ich meine Wimpern einfach wieder und es ist mir jetzt einfach egal. Aber Leute, die nette Dame hier mit den eigentlich wunderschönen Wimpern möchte natürlich auch wieder ein paar eigene unechte Wimpern haben. Und ich finde es immer geil, wenn Frauen so viel lange Wimpern drauf haben, dass wenn der Wind weht, dass es dann aussieht wie bei so einem Lama. Naja, wie dem auch sei, wir haben heute die tolle Füllung von viel zu langen Wimpern und wir verschandeln Menschen. Folgt gerne meinem Drittkanal Jasmin Gnu. Wie gesagt, ab 1. Mai kommt dort meine endlich 90-Tage-Challenge. Das Ergebnis und ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Und checkt auch gerne den Zweitkanal ab, Verspieltes Gnu. Dort findet ihr alles andere an Games, was ihr euch sonst immer so wünscht, die aber ein bisschen länger als eine halbe Stunde gehen. So, wir fangen jetzt an. Okay, wunderbar. So, die Wimpern müssen jetzt tatsächlich erstmal... Oh, shit, ist das aber schon ein bisschen satisfying, gell? Das ist schon sehr satisfying, ne? Das ist sehr satisfying. Okay. Das war's? Ernsthaft? Und jetzt kriegst du noch einen schönen Lidstrich? Ja, wunderbar, ey. Holy sind die lang. Aber das war, oh mein Gott, das hat ja ein gruseliges Lächeln. Ist das spooky, ey. Ja, aber das war jetzt ja gar keine Wimpernverlängerung. Es war einfach nur getuscht. Ich muss sagen, sie sieht einfach nur richtig gruselig aus. Mascara unlocked in Regenbogenfarben. Ja, ganz toll. So. Do me and get a special reward. Okay, wir machen's mal. Aber da muss ich wieder Werbung schauen. Eine Ewigkeit später. Okay, oh, da machen wir sogar Lidschatten drauf. Oh ja, oh Gott, da bin ich so schlecht und sowas. Ach so, das wird sogar Smoky Eyes. So, wunderbar, hey, look at this. Okay, ich würde sagen, ich mache das jetzt mal ganz specialig nur so. Sieht doch viel besser aus. Ey, das ist Betrug. Das ist Betrug. So, fertig. Das ist Betrug. Oh, es sieht schrecklich aus. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, auch die Jungs und die Mädels. Es ist, glaube ich, cool, wenn man sich so stark schminkt, irgendwie, wenn man weggeht. Ich finde, es sieht aber einfach nur schrecklich aus. Also jetzt in dem Sinne, ne? Also man kann sich schon geil schminken, aber das ist einfach zu viel. So, Girl, was möchtest du? Tap to start. Ich kann irgendwas updaten. Was geht denn hier? Gar nichts kann ich updaten. Wieso baitet ihr mich dann hierher, Mann? What? Oh Gott, es sieht aus, würde ich ihr ins Auge reingehen. Oh Gott, schmerzhaft. Oh Gott, ich male ihre Pupille an. Oh Gott. Es gibt nichts. Ah, es sieht aus, würde ich ins Auge spießen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich mit dem der Wimperntusche aussehen ins Auge kommt. Oh Gott. Oh, sollen wir noch ein bisschen dein Blau unterstreichen? Oh, das tut mir schon richtig weh. Okay, welche Farbe will sie? Ich mache das jetzt mal hellblau. So, wir machen jetzt mal verschiedene Farben. So, dann machen wir mal pink. So, noch ein bisschen pink. Batsch, 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 batsch. Batsch, 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 batsch. Sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus, oder? Ich finde es gut. Ja, look. Look at this. Ey, was sich das aussieht. Wie sich die Lider so nach... Oh Gott, die blinkt nur mit einem Auge. Sah gerade richtig gruselig aus. Wie sich dieses Lid so nach oben stülpt. So richtig creepy einfach nur. Congratulations, new room unlocked. Oh, neue Tipps. Nein, danke, ich brauche kein Trinkgeld. Battle with other stylists. Boah, jetzt geht's ja richtig ab hier. Okay, komm, wir battlen uns jetzt gegen Jenny. Jenny. Macht Jenny on Beach. Okay, okay, auf jeden Fall Melone, Mann. Es ist einfach nur schrecklich. Oh mein Gott. Da kann ich ja nur verlieren. Ja, toll, jetzt passt natürlich. Dafür muss ich jetzt Werbung gucken. Egal. Oh Gott, das sieht so fürchterlich aus. Tut mir so leid. Also so wirst du niemanden am Strand kennenlernen. Nee, sorry. Du bleibst ja immer Single. es tut mir so leid. Oh Gott, das wird immer schlimmer. Oh mein Gott. Ja, komm, wenn man es nicht mehr schlimmer machen kann, dann machen wir einen Hippie aus dir. Let's go.
Boah. Oh Gott, ich habe gewonnen. Es ist Gleichstand. Sieht ja genauso bescheuert aus. Ach du, oh mein Gott. Wir haben einfach, es ist einfach, sieht genauso bescheuert aus. Naja, auf jeden Fall, ich brauche das Geld nicht. Okay, dann lass mal sprayen. Geil. So, erstmal weg damit. So, erstmal Pfefferspray ins Auge jagen. Ich finde das ganz eklig. Schleim im Auge haben. Bäh. So, okay, was ist das jetzt? Eine Phone-Pose. Oh mein Gott. Die Finger. Was ist denn mit dir passiert? Oh Gott, schrecklich. Okay, der sieht ja richtig schrecklich aus. Ich glaube, dafür muss ich Werbung schauen, Leute. Den muss ich sehen. Also der ist ja echt schon der Killer. Aber ich glaube, der ist noch schrecklicher. Oh Gott. Leute, sie hat... Okay, komm, damit machen wir jetzt ein Tinder-Profil. Wenn du jemandem das erste Mal sagst, dass das sexy gucken soll. Ach du Scheiße. Okay, sie will eine Dekoration haben. Was will sie denn überhaupt? Das da, 100 Pro will die das, aber das will ich jetzt nicht. Ich gebe ihr das. Wie sieht denn das aus? Ach so, die kriegt jetzt einzelne drauf. Bup. Gibt's das? Also jetzt mal ernsthaft? Nee, oder? Warte mal, echt? Gibt es Lashes mit Dekoration dran? Moment. Also jetzt direkt finden tue ich hier nichts. Ihr könnt mir mal den genauen Begriff reinschreiben. Aber das würde ja auch gar nicht halten, oder? Und flop. Wunderbar. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Wir brauchen auf jeden Fall wieder eine geile Pose. Ich würde sagen, ich bin für die. Oh mein Gott, es sieht so schrecklich aus. Diese Pommesfinger. Es ist wirklich fürchterlich. Es sieht so fürchterlich aus, ne? Also wirklich, das ist echt kein gutes Foto. Oh Gott, nein, schon wieder ein Battle. Nein! Gegen Jenny. Galaxy, Thema Galaxy. Yes, let's go. Oh Gott. Also ich weiß ja nicht. Okay, das. Oder lieber, nee, das passt besser. Das auf jeden Fall. Let's go. Ja, super. Dafür muss ich wieder Werbung schauen. Dann nehmen wir das. Passt doch auch gut. Let's go. Ja, let's go. Einfach nur so eine Kugel dranhängen. Eine. Ey, das sieht so blöd aus. Aber hey, das habe ich auf jeden Fall. Was ist das hier? Also komm, Jenny. Was ist los mit dir? Okay, was darf es sein? Oh Gott, nein. Pull the ride. Das muss ich jetzt machen. Die hat Unechte dran. Ekelhaft. Also da denke ich mir halt echt, dann tut man doch wenigstens mal seine Augen waschen, bevor man in so einen Salon kommt und nicht diese ekligen, verkrusteten Wimpern einem antun. So, jetzt machen wir mal den einen Augenmove, ja. Oh Mann. Lash Extensions. Yes, jetzt können wir nicht Lash Extension. Oh, und wir haben einen neuen Stuhl freigeschaltet. Und wir haben Trinkgeld bekommen. Wow. Oh Gott, ich glaube, da wirst du heute Abend keinen Erfolg haben. Oh Gott, was will die denn? Sieht aus wie beim V. Die fliegt ja weg beim nächsten Windstoß. Oh Gott, nein, ich weigere mich. Was gibt's denn hier alles so? Oh Gott. Oh mein Gott, das sieht ja fürchterlich aus. Ach du Scheiße. Oh nein, das kann ich doch nicht machen. Da kommt ja keiner mehr in meinen Salon. Ja, ich weiß, es gibt da draußen Menschen, die haben von Natur aus tolle, schöne, lange Wimpern, aber wie zum Beispiel Maxify. Aber nein. Okay, let's go. Boah, die Augen. Boah, sieht das grausig aus. Gibt's hier denn noch so? So viel Kontaktlinsen. Ach komm, wir lassen das mal. So, okay. Dann machen wir das Passende hier. Ich will, dass es zu den Augen passt. Ich bestimme jetzt, wie du geschminkt wirst. Dafür kommt die her. Das könnt ihr doch locker auch zu Hause machen. Das passt doch gut zu diesen schrecklichen Augen. So, let's go. Oh mein Gott. Ich glaube, dass das Endergebnis gar nicht so schrecklich ist, Leute. Bam! Look at this! Und noch was. Oh Gott. Boah, das sieht so schrecklich aus. Brauchen wir noch eine geile Pose. Die hätte gut gepasst. Wir machen aber die. Oh Gott, da ist mir das Genick gebrochen. Krick. Sie lebt gar nicht mehr. Sie ist innerlich schon... Sie ist nicht mehr da. Was kann ich hier die... Kann ich hier die Eyelashes ausreißen mit Wachs? Nein, schon wieder so ein Versus. Schrecklich. Disney, oh. Keine Ahnung, was ist das überhaupt für ein Thema? Ja, dann das. Oder lieber das. Ich habe keine Ahnung. Let's go. Okay, wir machen Mini wahrscheinlich. Das passt auch. Let's go. Dann das definitiv. Let's go. Und das. Let's go. Das hat hier ein Loch.
Scheiße, wir waren gleich auf. Warum? Ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Meins war viel schöner. Okay, wir machen hier nochmal was ganz Ätzendes hin. Hier diesen Busch. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Das sieht so blöd aus. Wirklich. Also, why? Okay, machen so eklige Augen. Ja, wunderbar. Du wirst deinen Traummann heute definitiv nicht treffen, aber vielleicht, sobald die Bewegung rausgefallen. Oh Gott! Look at his face! Okay, Leute, ich würde sagen, wir beenden hier mal dieses Spiel. Ich habe genug Geld gemacht, indem ich Kunden verschandelt habe. Empfehlt mir gerne weitere dumme Games. Ich habe sehr, sehr coole Games gefunden, auch mal außerhalb von Mobile, die euch sicherlich sehr gefallen werden. Die kommen in den nächsten ein, zwei Wochen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ansonsten, raus!